FCA-Spieler Alfred Finnbogason lässt es sich nicht nehmen, bei der FCA Kids Club Graffiti-Aktion vorbeizuschauen und sogar selbst die Spraydose in die Hand zu nehmen. Was die Kids hier machen, das ist nicht nur cool, sondern auch richtig viel Arbeit. Und es dauert. Man braucht viel Geduld. Ich finde es sehr schön. Ich fahre hier jeden Tag nach Training und es ist schön, dass ich jetzt jeden Tag sehe, die gute Arbeit, die sie gemacht haben. Mit der Graffiti-Spray-Aktion verschönert der FCA Kids Club das Trafohäuschen der Augsburger Stadtwerke in der Bürgermeister-Ulrich-Straße. Bunt, fröhlich und mit tollen FCA-Motiven, so präsentiert sich nun das frisch bemalte Häuschen, ein echter Hingucker. Also ich finde es gut, damit man auch sehr viele Sachen auch kreativ gestalten kann und es ist halt auch schwierig, damit man auch alles so perfekt hinkriegt. Also ich finde es auch sehr gut, dass Martina sich die ganze Zeit nimmt und mit uns das macht. Und ich war schon oft dabei und es hat auch alles echt Spaß gemacht. Also Alfred Finnbogason ist mein Lieblingsspieler und ich wollte ihn eigentlich schon immer mal in echt treffen. Ich finde ihn sehr nett und ich finde es voll cool, dass er sich extra dafür Zeit genommen hat, um zu uns halt zu kommen und sich das anzuschauen. Die Aktion ist ein Riesenspaß, hat aber auch einen ernsten Hintergrund. Bei dieser Aktion wollen wir ein bisschen präventiv arbeiten. Letztendlich geht es darum zu zeigen, Graffiti ist was Schönes, aber man muss vorsichtig sein. Es ist eben oftmals wird legal gesprüht. Das ist jetzt eine offizielle Fläche, die wir von den Stadtwerken Augsburg bekommen haben. Das darf man natürlich dann machen. Man muss auch vorsichtig sein mit den Dämpfen, mit diesen Sprayfarben. Und ja, da muss man einfach ein bisschen darauf hinweisen. Alfred Finnbogason freut sich, dass sich die Stadt Augsburg nun mit einem tollen und riesigen neuen FCA-Motiv schmücken kann. Das ist eine schöne Aktion von der Stadt und von den Fans. Und dann, ja, dass man überall in der Stadt etwas von FCA sieht. Und das ist, ja, ich denke, eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadt und FCA. Ja, und zu guter Letzt darf sich FCA-Spieler Alfred Finnbogason mit der Trikotnummer 27 auch noch mit seiner Unterschrift auf der bunten FCA-Wand verewigen.